Den Manus. Wenn irgendwer den sein Kind was tun würde, der würde ja auch ausrasten, aber das ist in Ordnung. Ja, klar. Ja, inzwischen, also, das ist in Ordnung und das ist richtig, ist aber noch ein Riesenunterschied. Natürlich, das ist total, das ist, ja, aber, ein Richter wird es nicht in Ordnung finden, aber... Ja, aber wenn wir jetzt einmal wieder zurück, also wir haben da, ja, so ein Thema, worüber... So schwarzer Humor im Internet ist halt, ne, sind solche Sachen im Internet, darüber Witze zu machen, schlimm. Ist es schlimm, im Internet in einem Spiel über Behinderte halt, lustig zu machen? Ja, was ist mit Happy Wheels? Fand als Beispiel. Ja, wieso, aber das ist ja ein ganz normales Spiel, was alle spielen. Da gibt es ja diesen Rollstuhlfahrer, mit dem du da... Ja, das ist aber lustig. Ja, das, ja, aber das ist ja an sich... Ist auch ein Behinderter, auch, wenn man genau, so sieht. Genau, es ist ja ein Behinderter, der in dem Rollstuhl oder die, sitzt. Oder die dicke Frau. Ja, aber den muss es auch geben. Ja, komm, aber... Wenn's ja, den muss es auch geben. Ja, aber natürlich. Was ist dann mit dem Flugzeug, was in den Turm fliegt, bei... ja, das Spiel nochmal... Bei Garry's Mod. Ja, ja, genau. Aber hab ich jetzt persönlich auch nicht als schlimm empfunden. Also, ja, aber ich glaub, du, ja, du, manche Leute wollten das ja nicht zeigen, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ja, genau. Also, ich weiß, dass es makaber ist und ich weiß auch, dass sich über Leute lustig zu machen, die dabei gestorben sind, schlimm ist. Aber das im Rahmen eines Spiels zu sehen, jetzt in dem Ausmaß, wie es bei Garry's Mod zum Beispiel war, finde ich jetzt nicht so schlimm. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm, als würde ich da jemanden direkt ins Gesicht sagen, haha, deine Eltern sind dabei gestorben. Okay, das ist dann ja auch, das ist ja auch nochmal eine andere Nummer irgendwie, oder? Wenn du jemanden dann wirklich aus... Ja. Ja. Ja, aber an sich ist es ja dann trotzdem nur der Gag im Hintergrund. Und es gibt dann Leute, oh, das geht gar nicht und das ist halt... Ne, da fängt es ja schon an mit, darf man über sowas lachen im Internet oder nicht? Dann gibt es natürlich noch die Spiele, die das ein bisschen besser verpacken, in Anführungsstrichen. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt. In Tekken gibt es eine Hitler-Anspielung, ja, hier, der von euch schon mal Tekken gespielt hat. Da gibt es Dragunov, ja, das ist ein Russe, der trägt einen Gürtel, also der trägt braune Uniform, hat einen Gürtel an, auf dem ein Adler drauf ist und ist halt Russe, was, also, komm, das ist kein Zufall. Ja. Ja, sie ist aber trotzdem eine Anspielung und wir dürften halt keinen Witz über sowas machen. Genauso wie, ich habe ja dieses Sieg-Schwein-T-Shirt, ja, was von Alchemy, ja, Chimera Hand kommt. Da hatte ich ein bisschen sehr schieß. Also ich, ja, warum? Es ist ein, das Schwein hat diese Geste halt gemacht. Ja, oh, und wir haben zufällig Sieg dazu gesagt. Oh mein Gott, das Wort Sieg. Siegschwein. Ist ja jetzt an sich, ist es ja jetzt nichts Schlimmes. Ist ja jetzt nicht mal eine Anspielung oder sonstiges und ich ziehe jetzt auch nicht auf die Straße und mache irgendwas. Ist also, ja einfach nur ein Witz, auch wenn es nur eine dumme Anspielung ich ist. Ich fand, das ist schwarz, aber ich finde es ja auch in Ordnung. Ich verstehe, wenn sich Leute aber drüber aufregen, aber ich verstehe es auch, wenn Leute sagen, hey, komm, ist witzig. Ich fand Siegschwein super. Also, vor allem auf den Bezug, einfach weil das war ein lustiges Spiel. Und dann da kommt das fette Schwein und schwebt dann als Geist rum und dann diese Geste und es war lieb, weil es wirkt, es würde sich freuen und das hat mir auch Freude gemacht. Also Siegschwein ist Liebe. Hast du denn da Kommentare zu bekommen, Dalu, oder? Kommentare direkt nicht, aber halt, wie gesagt, meine Eltern schauen das ja auch und so. Ne? Mein Vater fand es super witzig, ja. Der fand das lustig. Meine Mutter, oh, damit kannst du aber nicht auf die Straße gehen mit dem Shirt. So. Was, ja, und das ist halt auch wieder ein Unterschied, ne? Männerhumor. Ja, stimmt, das könnte auch noch viel reinspielen, ne? Ja, aber aber hatte nicht auch mal hier Fabian Siegesmund hatte doch auch mal den Kanal mit David Hein, oder? Sieg Hein? Ja, aber das ist halt auch provokant gewollt und dass Leute draufklicken. Ja, und aber was ist ja, denn provokant? Was ist provokant schlimm? Nein, ich finde provokant super. Aber wenn ja, das ist ja bei Sieg Schwein jetzt nicht der große Unterschied, oder? Nein, eh nicht. Das ist... Ja, stimmt schon eigentlich. Ja, der Text ergibt ja nur deswegen Sinn, weil es eine Anspielung ist. Sonst wäre der Witz ja verloren. Der Witz, wohl gesagt. Und Sieg Hein hört sich ja dann doch nochmal sogar ein bisschen ähnlicher an als ja, weil dann Haar vorkommt, ja. Ja, man könnte es natürlich dann auch einfach so deuten, dass Danu mit dem Shirt ja aussagen wollte, ne, dass er gegen Nazis ist. Das ist ein Schwein. Ich glaube, dass er eher für ist. So, hätten wir das auch. Nein, aber... Ja, klar, das ist immer schwarzer Humor, aber gut. Ich fand's lustig.
Ja, aber ist ja ganz schlimm. Das sind ja Sachen, die werden dir ewig nachgehalten. Ja, ja, richtig, genau. Aber das finde ich jetzt nicht. Ich finde das viel schlimmer, wenn man direkt Sachen sagt. Also über Leute direkt Witze macht, mit dem, wo, bei dem man sich vielleicht nicht klar ist, wie denen das gefällt. Was ich meine. Ja, aber das ist ja beim Weltkrieg ja auch, weil der Oma wird es nicht so gefallen wie dir. Ja, okay, aber es gibt mit Sicherheit auch ein paar Leute, die da trotzdem drüber lachen klar, werden. Richtig. Nein, ich meine jetzt aber... du meinst halt, wenn man Einzelpersonen sozusagen... Leute, ja, genau, richtig. Jemanden zum Beispiel irgendwie fertig zu machen und es selbst als Spaß zu meinen, ist im Endeffekt aber nicht zu wissen, was das in der Person auslöst. Ja. Ich kenne da ein schönes Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der heißt Nick... Irgendwas mit V, ganz seltsamer Name. Nee, ich glaube nicht. Der hat das Video gemacht auf YouTube, kann gerne jeder reinschauen. No arms, no legs, no worries. Der ist wurde halt geboren ohne Arme und Beine. Ah, den kenne ich, ja. Und der gibt jetzt Aufbauseminare. Genau, der macht, glaube ich, Motivationsseminare, ne? Genau, richtig, Motivationsseminare und so. Und er hat eine Geschichte erzählt, da war er irgendwie 6 oder so. Also mal abgesehen davon, dass er damals halt nicht wusste, wie es für ihn weitergehen sollte, ne? Er dachte, er wird niemals einen Job haben, niemals einen Freund. Hat er die verloren, die Füße, oder? Nein, er wurde so geboren. Ah, okay. Und er sagte zu einer Schulklasse, und der Grund, warum er das erzählt hatte, meint, jeder von denen, egal wie man selbst denkt, wie sein Leben ist, jeder von denen ist in der Lage, einen anderen Menschen zu wetten. Wo sich alle dachten, so, wie? Jetzt einen Menschen wetten. Und da hat er nämlich das Beispiel gebracht, und zwar bei ihm selbst war das so, als er 6 war, wurde er halt ziemlich fertig gemacht. Ich glaube, auf dem Spielplatz von irgendwie 11 Leuten oder so, oder von 10 Leuten, von 10 anderen Kindern, die sich alle über den lustig gemacht haben und ihn fertig gemacht haben. Und er im Endeffekt so am Ende war, als er dann in seinem Rollstuhl nach Hause gewollt ist, wo er sich sagte, ey, wenn jetzt noch eine Person kommt, weißt du, dann bewege ich mich selbst um. Dann ist vorbei, dann will ich nicht mehr. Ja. Und kurz bevor er zu Hause war, rief ein Mädel über die Straße. Ey, Nick! Hat sie gerufen. Und er dachte schon so, ja klar, alles klar, los. Jetzt noch die letzte Person. Und die kam dann rübergelaufen und meinte zu ihm, ey, Nick, ich wollte nur sagen, du siehst heute echt gut aus. Oh. Cool. Ah, oh, das ist schön. Es ist halt krass, wie dann irgendwie eine Person teilweise. Ja, genau, richtig. So, eine, ne? Person mit nur einer ganz kleinen Geste. Ja, genau. Ja. Wäre die jetzt auch so drauf gewesen und hätte einfach nur, weil es vielleicht Spaß ist und sie meint es vielleicht nicht ernst und einfach nur so richtig lustig gemacht und. Oder hätte sich halt über ihn lustig gemacht, aber halt so wirklich, dass es nur Spaß ist. Und hätte das für ihn einfach zu viel sein können. Wenn ich nur einen schwarzen Moor. Und wann ist der Jude gestorben? So, jetzt muss ich wieder ein bisschen droppen. Das macht halt. Das wäre halt. Macht das. Ja, muss man deswegen jetzt grundsätzlich nett sein, um einen schwarzen Mann nicht mehr anbringen zu dürfen? Klar, Worte sind immer nicht die besten, oder nicht? Kommt auf die Person. Worte können schon. Ja, aber du kennst ja die Person ja halt auch nicht. Oder wenn wir jetzt halt mal zurückdenken, kennst du irgendeinen von denen, die damals gestorben sind, sei es beim World Trade Center gewesen, bei den Tsunamis oder sonstiges? So, kennst du ja in der Hinsicht auch nicht. Betrifft es dich jetzt nicht? Ist es dann witzig? Was ist mit Filmen, die darauf basieren, um damit sogar noch Geld mitzumachen oder sonstiges? Gibt's ja jetzt, ist ja jetzt nicht so, dass es da keine Filme gibt, den Kohle gemacht wurde, die solche Themen aufgreifen. Ja. Ja, los. Und ich finde, man darf sich. Viele Sachen sind halt auch einfach passiert. Aber es ändert sich nicht. Würden wir wirklich immer darüber nachdenken, was jetzt wirklich politisch korrekt ist, würden wir im Endeffekt gar nichts mehr sagen können. Das Leben wäre orange. Oh, das ist ja die nächsten, das ist das nächste, was jetzt. Boah, wir springen, da bist du wahnsinnig. Ich hätte nicht gedacht, dass wir bei den Themen so springen. Aber das nächste ist ja Feministinnen, das ist ja dieses Krasse. Wenn du was Falsches sagst oder so, dann. Ja, was ist zum Beispiel mit dem Klassiker, ne? Das N-Wort, wie es alle nennen. Was soll ich sagen? Das kommt, das ist die Folge. Das Neger oder was? Zum Beispiel. Oh, was hat er gesagt, Alter? Meine Ohren. Jetzt wird's serious.
Ja, nee, aber sowas zum Beispiel. Warum ist es okay, wenn Schwarze das in einer Hinsicht sagen? Ne? Dann ist es ja immer was ganz anderes, als wenn Weißer das sagt. Und ist das ja so, das ja, oh mein Gott, das geht jetzt ist es zu weit gegangen. So, aber an sich ist es doch ein Wort, was am Tag ja ungefähr 100.000 Mal gesagt wird. Untereinander gibt's nichts anderes als das. So, hey, Digga, komm mal her. So, weißt du, ja, genau. Aber was? Du bist weiß und sagst so, das, jetzt ist vorbei. Ja, ja, ja. Jetzt ist es Sims. Jetzt ist Krieg. Jetzt ist Sims. Na, ich mag schwarzen Humor. Kapuze. Oh, gut, oder? Oh. Oh, der Kapuze, ne? Hört euch den mal an. Das ist der Schlimmste, da. Der meint's auch ernst. Na, aber. Ich ganz ehrlich, schwarzen Humor. Das ist so, wenn man meine Großeltern oder die Großeltern fragt, die sagen das noch. Also ja, für die ist das ja ganz normal, ja. Oh, ja, ehrlich, ja, das hat doch sogar mal, wer war das, unser Bundespräsident oder was? Sehr geehrte echt? Damen und Herren, liebe Neger. Das ist schon ein paar Jahre her. Das, wirklich, das, ich weiß nicht, ich glaube, das war der... Entschuldige, wenn ich das höre, muss ich einfach drüber lachen. Aber das ist vermutlich, ich lache vermutlich nicht darüber, dass, durch das, was er aussagen will, sondern einfach über die Dummheit von ihm, was überhaupt ist. Ja, aber damals war es normal halt irgendwo, ne? Ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, aber das ist ein Zitat. Halt, Damen und Herren, liebe Neger. So in Amerika bei Obama. Das kann man so ein Freund. Ja, Obama, genau. Du bist der. Du bist der Neger, der hier das Sagen hat. Ja. Ja, also das war, finde ich schon sehr witzig. Da kann ich gut drüber lachen. Nee, also das finde ich wiederum witzig. Also wir, bei das uns ja das sagt ja das nicht. Sagt also für uns, wir dürfen es ja nicht sagen. Dürfen wir nicht machen. Bei euch sagt man das, glaube ich, nicht. Aber bei uns hat man auch gesagt, oder sagt man das bei euch? Ich bin Neger, sagt man das bei euch? Das heißt also bei uns, ich habe keine. Nee. Bei uns, also meine Großeltern und so, die sagen, ich bin Neger. Das heißt so wie, ich bin Neger, ich habe kein Geld. Das, so ist es bei uns. Das ist wirklich jetzt so. Jetzt sind hier gedroppt. Was es hier allerdings gibt, oder was, aber das ist auch schon die ältere Generation, heutzutage sagt das, glaube ich, keiner mehr, ist, wenn jemand verlangt, dass eine Person die ganze Zeit was machen soll, und dann sagt er, ich bin noch nicht dein Neger. Ja, stimmt. Das ist aber auch noch nicht so lange her, dass man das nicht mehr sagt, oder? Also... Ja, es gibt doch auch dieses Kartenspiel. Ich kenne das, wo stimmt, von der älteren Generation. Das Kartenspiel gibt's auch, ja. Das hieß Schwarze auch Peter, ja. Negerpeter? Nein, es gibt ein Kartenspiel, das hat sehr, sehr viele Namen. Also das hat, das heißt auch, glaube ich, überall anders. Entweder heißt es Arschloch oder Durak oder so heißt es, ja, glaube ich, genau, original. Ja, aber es heißt auch Neger. Ja, genau. Ja, mal kurz zum Einhaken, das alles, was wir, wenn wir jetzt Neger sagen, das meinen wir nicht böse. Also jetzt, wir reden einfach darüber, was hier was. Ja, nee, ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt schon wer sich kommt. Oh, da. Schon wieder. Halt aber das Maul. Gesagt, ja, genau. Also kann man gut vorstellen, dass es ein paar Leute gibt, die vielleicht so denken. So. Deswegen. Was ist zum Beispiel auch noch, was sogar verändert wurde, früher diese Schaumküsse, wisst ihr, was ich meine? Ja, stimmt. Negerkuss. Negerkuss. In meiner Kindheit hieß das Negerkuss. Ja, aber das ist so überall so. Ich meine, guck mal, du darfst ja schon fast nicht mehr Zigeunersoße sagen. Da fühlen sich auch die Leute auf den Schlips gekriegt. Du musst sagen, bulgarische Paprikasoße mit Migrationshintergrund. Bei uns gibt es Chips, die heißen Zigeunerräder. Ja, das geht gar nicht halt. Ne? Das geht noch bei uns. Ja. Also das echt? Bei uns. Okay. Ja, ja. Also Billy. Früher, ich weiß wohl, als ich klein war, das ist vielleicht ein bisschen, mag jetzt böse sein, es war aber ein Kind, ja, ich war Kind. Kindermund tut Wahrheit kund, ja. Ja, es ist kindlich naiv und auf jeden Fall nicht bös gemeint damals. Aber immer wenn ich einkaufen war mit meinen Eltern und wir sind alle in Schokoladen vorbeigegangen, war genau auf meiner Kopfhöhe eine Schokolade komplett in einer komplett schwarzen Verpackung, wo mit Silber draufgeschrieben wurde, schwarze Heaven-Schokolade. Und in meinem Kopf musste ich immer an Schwarze denken. Ja. Die Schokolade nur für Schwarze ist. Wo ich mir denke, aber hast du? Ich würde die auch gerne mal haben. Und jetzt den Twist? Ja, so ähnlich, genau. Und jetzt den Twist? Hast du deswegen Schwarze weniger gern gehabt? Nee, Quatsch, natürlich nicht. Ja, eben. Und ich glaube, das ist so...
Ja, das ist, wir weichen voll vom Thema. Oftmals ist es doch wirklich so, dass sich die Leute gar nicht beleidigt fühlen, sondern einfach nur irgendwelche anderen Leute das nicht in Ordnung Richtig, finden richtig, richtig, und die genau. sich dann aufregen, oh, wir können doch, das können wir jetzt nicht mehr Negerkuss nennen, das müssen wir jetzt umbenennen, was ist denn mit den Mitbürgern? Sehr guter Freund von mir, mit dem ich immer viel zu tun hatte, kommt selber aus Afrika. Oder Ja. beziehungsweise die Eltern kommen aus Afrika, er wurde in Deutschland geboren. Und als sein Spitzname nennt er sich Schoko. So. Ja, Das ist schon mal aber das eine. Und ne? das zweite ist, wir gucken zusammen Fußball-WM, er sitzt einfach davor und schüttelt mit dem Kopf. Ich so meinte, was ist los? Dazu, wie willst du den Kindern erklären, dass ein Haufen Neger im Fernsehen rumrennen? Das sagt er selbst als Schwarzer, ja? Ja, er kann das sagen. Aber wenn du das gesagt hättest, mitten beim Die Public selbst nehmen Viewing, das gar nicht so ernst. Ja, aber es ist ja trotzdem, es ist einfach nicht richtig und es ist halt falsch, weil es heißt immer, ne, wie heißt es nochmal? Die kennen diese Slogans bei Schulen, Schule ohne Rassismus und sowas. Aber wenn dir doch von ganz vornherein krank. eingebläut wird, dass solche Worte wie Neger und sowas was Schlimmes sind, dann stellt man die doch von vornherein gar nicht auf eine Ebene oder so. Es ist ja, Tut das man ja gar Wort macht es nicht. ja gar nicht schlimm, sondern das Wort zu verbieten macht das Wort Ja, erst schlimm. das ist ja hier das genau, richtig, richtig. Hakenkreuz, dass man das Hakenkreuz nicht malen darf und deswegen ist es so interessant und in jedem Geschichtsbuch ist es erlaubt und überall steht es, überall, jeder kennt das Hakenkreuz auswendig, als gibt es kein anderes Zeichen und es ist aber überall verboten und es ist verboten in den Spielen, warte, wie heißt das Spiel nochmal? In allen Spielen, spielt keine Rolle, in welchem, das nee, sind nee, nee, allen nee, Verbote das in Deutschland. Wolfenstein. Ja. Da ist es verboten, was ist so schwachsinnig? Ein Spiel, das darum sich dreht, um Nazi-Dings, da ist es verboten. Ja, vor allem, du knallst die Nazis ja ab. Ja, genau. Aber wer würde ja auch gar keine Rolle spielen, das ist immer noch ein Spiel. Ja, eben. Noch ein Beispiel aus meiner Kindheit vielleicht. Ich hatte damals, Raus. ach, wie alt war ich da? 7? Ne, oder 8 Jahre, glaube ich, war ich da. Und ich hatte halt wirklich komplett kurze Haare, einfach weil es viel entspannter war. Ja. Ich hatte keine Glatze, aber komplett kurze Haare. Und mein Vater meinte zu mir damals, ey, wenn ich darauf jemand ansprich, dann sagst du, du hast den Haar schon so weit, es dir gefällt. Wo ich mir dachte, ey, warum soll ich jemand auf meine Haare ansprechen? Wollte ich Ja. überhaupt nichts mit anfangen, so. Warum? Ja. Und dann hast du, als dich jemand gefragt hat, gesagt, mein Papa hat gesagt, ich soll sagen, dass es mir gefällt. Nein, nein. Aber ich habe mich auch keiner angesprochen, aber das sind halt, Ja, dass ja, man so von vornherein allein halt direkt Schiss hat, ne? Dass irgendwie sowas kommen Ja, könnte. genau, Das aber ist. als Kind kannst du damit überhaupt nichts anfangen. Genauso Nee. wie ich damals kam einer zu mir in der Klasse, in der Grundschule, in der dritten oder vierten Klasse. Der kam zu uns in der Klasse, der hat ein bisschen anders gesprochen, aber ansonsten habe ich mich total gut mit dem verstanden. Und total nett und auch bei ihm gewesen und so. Und meine Eltern sagten, der kommt aus dem Osten. Wo ich dachte, da war ja halt nicht lange, war das her, als die Ja. Mauer gefallen war. Wo ich mir dachte, ja, pff, was interessiert mich denn, wo der herkommt? Ich konnte da überhaupt nichts mit anfangen. Was wollte die Ja. denn jetzt von mir? Ja. Und wenn man im Allgemeinen über solche Sachen gar nicht mehr reden würde, dann würden diese ganzen Vorurteile, auch jetzt Ja. gerade dieses Ost und West, würde einfach sich im Winde verwehen.